herzlich willkommen zu Pokémon Tuesday! Ja, heute geht's um Pokémon und Pokémon. Hä? Pokémon vs. Dragon Ball. Ja, wenn ich mal direkt anfangen darf, weil ich Türke bin, danke schön. Ja. Pokémon macht wenigstens alles so ein bisschen Sinn. Okay. So, ein Kampf, der geht über ein, zwei Folgen maximal. Aber bei Dragon Ball, in einer Folge trainieren sie, in der zweiten trainieren sie immer noch. In der dritten sind sie vielleicht fast fertig mit dem Trainieren. In der vierten fliegen sie erstmal hin. In der fünften Folge kämpfen sie vielleicht schon. In der sechsten kämpfen sie, aber haben dann irgendwie weniger Luft. Und in der 30. endlich fertig. Wie unrealistisch ist es bitte, dass Gott grün ist? Er lebt auf einer riesen Platte irgendwo im Himmel. Man kommt hin, wenn man von einem Turm, der auch irgendwo ganz oben ist, mit einem roten Stab, den man verlängert, dazwischen irgendwie, wenn man den dann hochklettert. Warum kann Rocco, hat Schlitzaugen und sieht alles? Es reicht ja, um Schwester Joy und so zu sehen. Vielleicht, weil der solche Augen hat, merkt er gar nicht, wie unattraktiv. Und vielleicht lebt Tupac noch. Aber guck mal, Pokémon ist eigentlich was für Kinder. Da gibt es so Sammelkarten für Kiddies. DBZ ist so für Erwachsene. Willst du mich provozieren? Hast du gerade gesagt, ich bin fett und klein und dein Baby? Nee, ich bin aber zwar nicht nur eine Anspielung auf deine Mutter. Alter. Zwei Menschen machen irgendwie so einen coolen Tanz. Dadurch, dass sie ihre Finger berühren, fusionieren sie und werden eine richtig starke Person. Wie geil ist das denn bitte? Es klingt schon eigentlich ganz cool, aber mit dir würde ich es trotzdem nicht machen. Boah. Also wenn es jetzt ein Angebot war, dass wir fusionieren. Was bin ich denn dann? Nee. Ein Nerd? TG oder OC. Hey. Nee, Alter, dann werde ich lieber mit Gronkh, fusioniere ich dann zu Grog. Es hört sich wieder an wie so ein Wasser-Pokémon. Grogomon. Grogomon, Alter. Und die Namen in Dragon Ball sind ja wohl mal echt an den Haaren herbeigezogen. Ich meine, wer heißt Mutnoroshi oder Kakarot oder Vegeta? Ja, aber schau mal, Glumanda und Turtok ist auch nicht besser. Ja, das wer, welches Mädchen hat schon Misty? Meinst du nicht, dass vor Ashs Tür schon der Tierschutz stand? Weißt du, der sperrt seine Tiere, seine Pokémons in einen Pokéball und lässt sie nur raus, wenn sie kämpfen. Das ist doch barbarisch. Die leben nun mal in Bällen. Wo lebst du denn? Pokémon ist unlogisch. Weil auch Dragon Ball so logisch ist. Fang ich schon wieder damit an. Das ist ja so mal. Ja, du mit deinem Pocket Monster in der Hose. Ich habe lieber zwei Dragon Balls. Weißt du, was ich so cool finde? Wenn man so lange Dragon Ball Z schaut, dann denkt man echt, man kann Kamehameha. Okay, dann zeig's, wenn du es jetzt kannst. Kamehameha! Und die Misty, die hat voll die kleinen Dinger, die hätte sich lieber die Pokébälle als Unterstützung nehmen sollen. Weil Bulma hat ja mal die mega fettesten Kuhäuter dieser Welt, Alter. Willst du damit sagen, dass du Pokémon nur schauen würdest, wenn sie dickere Dinger hat? Ja. Das dann ist es ja nicht mehr für Kinder konzipiert, Perversling. Kamehameha! Schreibt doch jemand bitte in die Kommentare, was findet ihr besser, DB oder PK? Wir sehen uns nächstes Video wieder und bitte, was haben wir letztes Mal nochmal gefragt? YouTube oder TV, genau. Und ja, da, wir sehen uns nächstes Mal zum zweiten Mal. Tschüss! Kamehameha!